Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich Gesundheit. Siehst du, ihr Kleinheld kann das auch, nicht nur ich. Begrüße euch wieder herzlich zurück zu Gothic 3 Enhanced Edition. Wir sind inzwischen in der Wüste angelangt, ist es nicht wunderschön hier, und machen uns heute drauf, mit Diego ein paar schwarze Snapper zu jagen. Gehen wir jagen. So sieht's aus. Auf geht's! Auf geht's! Ich folge jetzt erstmal dem guten Diego, ich bin auch echt gespannt. Mit den anderen schnacken wir später mal, da oben scheint gerade ein paar Sklaven verkauft zu werden. Herrlich. Moin. Oh, sieht schon schön aus hier in der Wüste. Haben sie gut hingekriegt. Diego, nicht so schnell, ne? An alter Mann ist ja kein D-Zug mehr, du. Ich habe schon so viel rumgeabenteuert. Oh, was ist das? Eine Hyäne? Also ein anders angemalter Wolf. A.K.A. ein Schakal. Gut gemacht! Süß! Gott, sind die süß. Oh. Elendes Drecksvieh. Oh, die sind so niedlich. Och Gott, sehen die süß aus. Das ist im Grunde nur ein anders angemalter Wolf, wenn man ehrlich ist, aber sie sind süß. Oh, jede Menge. Also auch hier werden wir von Wölfen nicht verschont. Sie heißen jetzt zwar anders, aber sie agieren im Grunde gleich. Oh, die Sanddünen sehen auch gut aus, so mit dem Schatten. Wie sieht das für die... Oh. Diego, Achtung! Oh, nein, ich hänge auf diesem Ding fest. Ich fass es nicht, ich hänge auf dieser Kurve. Ich hab's gewusst, ich kam auch nicht mehr weg. Ich fass es nicht. Oh, nee, oder? Oh, es geht schon wieder gut los. Ja, es geht schon wieder gut los. Einmal auf dieser Sanddüne gestanden, keine Chance wegzukommen. Und wir sind wieder am Anfang. Ja, so bringt man auch die Zeit rum, ne? Hilft ja nichts, ne? Moin, ihr Füchse da draußen, ey, willkommen zurück hier. Gehen wir jagen. Gehen wir jagen. So eine Scheiße. Ja, komm auf. Was ein Kack. Diego, ich mach dich dafür verantwortlich. Also, die Wölfe sind immer noch fies. Aber wir haben ja zum Glück die Lanze. Boing. Weg mit der Waffe. Ja. Eine weise Entscheidung. Sorry, ich wusste nicht, dass ich noch in der Stadt bin. Ich dachte, hier draußen darf ich Waffen benutzen. Ja, wir versuchen es doch erstmal mit dem Schwert. Oh, Diego, lässt du dich jetzt wegrapen? Oh, meine Fresse. Das war's für dich, Mistvieh. Okay, so, die ersten Schakale haben wir besiegt. Ich speichere mal zwischen. Ihr seht ja, das ist genau wie im gemäßigten Bereich ist es hier ähnlich. Sobald dich so ein Schakaltrupp einmal an den Klöten hat, hast du verloren. Deswegen kümmern wir uns doch gleich vorsichtig und liebevoll um sie. Kommt hier, nächste Runde. Ach, die wollen einfach nicht. Ja, offensichtlich. Guck dir das so an hier. Ah, da kam der Angriff. Habt ihr das gesehen, wie er mich anfallen wollte, der Arsch? Das war's für dich, Mistvieh. So, das ist ja nicht zu fassen. Was für Schweine. Okay. Zweite Rudel Schakale. Erledigt. Weiter geht's. So, Diego. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Ich bin jetzt dabei. Ich weiß jetzt auch, ich darf nicht auf Dünen stehen bleiben. Das macht einen anfällig für Schakalangriffe. Ein paar Schakalbisse hier, ein paar Schakalbisse da. Ich kann die Snapper schon riechen. Tatsächlich? Ich noch nicht. Aber ich habe vollstes Vertrauen zu deiner guten Nase. Die ist auf jeden Fall... Jäger ist ja halt super geschult. Da, there we go. Schwarze Snapper. Gut gemacht. Oh, sind das viele. Okay. Komm her, du. Weg, rechte Maus lassen. Alter Diego, dafür, dass du Jäger bist, ne? Elendes Drecksvieh. Zieh ich dich aber gerade ordentlich ab. Will nix sagen. Schön schwarzes. Die Gegend hier ist gefährlich. Es würde mich nicht wundern, wenn sich hier irgendwo Nomaden verstecken. Okay, was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Tja, um ehrlich zu sein, ich habe keine großen Pläne. Ich dachte an sowas wie Jagen und Taschen füllen. Du bist derjenige, der weiß, was zu tun ist. Und wenn du mich brauchst, dann ziehen wir gemeinsam los. Alles klar. Bring mir was über die Jagd bei. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Komm mit. Von mir aus kann er ja nicht mitkommen, ne? Komm mit. Komm mit. Gut. Meinen alten Kumpel Diego haben wir wieder dabei. Geil. So, bringen wir jetzt nochmal die letzten Snapper hier um, die hier noch oben rumeiern. Wir wollen ja nichts zurücklassen an köstlichem, dunklen Snapperleder. Gut gemacht! Wie ich gelernt habe, kann man da toll Rüstungen draus schmieden.
Komm her, du. Elendes Drecksvieh. So, ein paar Snapper jagen. Das haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, gut, wir können mal eben noch da oben hingucken, ob wir da noch irgendwas finden. Vielleicht ein Nomadenlager oder sowas. Irgendjemand will bestimmt... Oh je. Will bestimmt, dass wir Nomaden umbringen. Und man bewegt sich hier nicht so einfach auf diesem doch etwas schwierigen Gebiet, ne? Hier gibt es bestimmt irgendwo Nomaden. Ich sehe auf jeden Fall hier so ein paar Banner. Aber nicht wirklich Nomaden. Dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal auf zurück in Richtung Stadt. Und schnacken erstmal da mit der hiesigen Bevölkerung. Die werden ja bestimmt auch ein paar Aufgaben haben. Was ist da hinten los? Das sieht doch auch schon verdächtig aus da. Lass uns doch direkt da mal hingucken. Irgendwie so tempelmäßig. Da sind bestimmt Nomaden. Oder irgendwelche Schakale oder sonst irgendwas. Irgendwas wird sich da definitiv verstecken. So. Guck mal, ich habe schon mal einen Schakal-Arsch gesehen. Oh. Hat's dich gejuckt am Hintern? Ich hasse die Viecher. Ich nicht, ich finde die eigentlich echt süß. Ich würde die auch leben lassen, wenn sie mich nicht angreifen würden. Leider greifen sie mich an. Weil sie einfach nicht checken, dass sie keine Chance haben. Oh, warte, das war alt. Jo, läuft. Yay, ich spring wie ein König. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber geil. Ogerblatt. Und weiter geht's. Zoing. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich auch... Oh, oh, ich bin im Boden versunken. Oh, was ist das? Hallo, ein Varan. Oh, ihr seid genauso schwach wie früher. Da hat sich nichts getan. Wandert hier so ganz gemütlich ein Varan durch diese kleine Ruine. Na gut. Ach, Diego, Mann, erschreck mich doch nicht so. Ich dachte, da kommt ein Gegner oder sowas um die Ecke. Das ist das Diego, die Nase. Du musst aufpassen, ich schlage relativ schnell zu, Diego. Das kann gefährlich enden, ne? So, dann wollen wir doch mal hier mit den Moglis schnacken. Wer sitzt denn hier? Assassine. Störe mich nicht. Störe mich nicht. Ich störe dich doch nicht. Mach hier keinen Ärger, klar? Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Ja, warte, lass mich erstmal zwischenspeichern. Und dann kümmere ich mich um meine Sachen. In eurer Stadt. Und die euch belangen. Also so eure Sachen halt. Da ist Jose. Willkommen, Reisender. Magst du etwas von dem Glück hier lassen, das du mit dir trägst? Ich bin José, der Sklavenhändler. Wenn du an Geschäften interessiert bist, ich hätte da was für dich. Was hast du denn? Was kannst du mir denn so anbieten, ne? Was kannst du mir anbieten? Die Nomaden überfallen uns immer wieder. Es sind mehrere Sippen, die hier in der Gegend ihr Unwesen treiben. Für jeden Sippenanführer, den du tötest, zahle ich dir ein gutes Kopfgeld. Wer sind die Sippenanführer? Malir und Taklar sind die Anführer von diesen Räuberbanden. Sie lauern Reisenden in den Ruinen auf. Und sie waren es auch, die Tufail überfallen und unseren Tribut gestohlen haben. Von Azaru und seiner Sippe hat sich schon lange keiner mehr blicken lassen. So ist das mit den Nomaden. Man weiß nie, wo die Mistkerle stecken. Ja, das macht das halt aus, ne? Das sind Nomaden, die bewegen sich. Das ist ja, deswegen heißen sie ja Nomaden, ne? Kämpfer, Nafalim. Du bist nicht von hier. Richtig. Sag mir, bist du gekommen, um die Geheimnisse Beliars zu entdecken? Ja, was sind das für Geheimnisse? Was sind das für Geheimnisse? Wir Schwarzmagier beherrschen Zaubersprüche von großer Macht. Wir beherrschen die Gabe der Alten der göttlichen Magie. Zaubersprüche also. Und in der Stadt Ishtar wird seit vielen Jahren die Kunst des beidhändigen Kampfes gelehrt. Aber nur ein Mann, der gute Geschäfte macht, ist würdig, unsere Geheimnisse zu erfahren. Ich will dir ein solches Geschäft anbieten. Was sagst du? Okay, worum geht's denn dabei? Ich will erstmal abchecken, was ich denn machen soll. Worum geht's? Ich biete dir die Gelegenheit auf ein gutes Geschäft und du fragst, worum es geht? Ja, klar. Alles, was ich von dir hören will, ist, dass du dabei bist. Klar, ich bin dabei. Dann höre, diese Männer hier schulden Zuben ihren Tribut. Es ist nicht so, dass sie nicht zahlen wollten, vielmehr haben sie ihn sich wegnehmen lassen. Was ist passiert? Tufail, dieser Sohn eines Tölpels, hat sich von einer Handvoll Nomaden ausrauben lassen. Aber es wird Zeit, dass Zuben bekommt, was ihm zusteht. Es ist Zeit, dass die Händler bezahlen.
Sie sollen also nochmal bezahlen. Und du wirst für mich diese Angelegenheit regeln. Verstehe. Hast du sonst noch was zu erledigen? Hast du sonst noch was zu erledigen? Ayla, die Perle der Stadt, wurde beraubt. Ich will sie wieder zurückhaben. Besprich die Einzelheiten mit José. Okay. Welche Männer stehen auf deiner Liste? Die drei Händler hier in Braga. Jeder schuldet Zuben 500 Goldstücke. Und Abbas, der Wasserhändler. Von ihm erwarte ich einen Kelch. Sprich mit ihm. Er weiß genau, was ich will. Und Tufail? Was machen wir mit Tufail? Er trägt die Schuld dafür, dass der Tribut gestohlen wurde. Ich habe ihn bereits der Stadt verwiesen, aber er ist noch in der Nähe. Wenn er zahlen kann, was ich nicht glaube, soll er von mir aus leben. Falls nicht, mach kurzen Prozess mit ihm. Das wird den anderen als Warnung dienen. Das ist nicht so unbedingt meine Art, ne? Luca! Hey, willkommen in Braga. Ich bin Luca. Hi Luca, hast du was zu verkaufen? Ich bin untröstlich, doch kann ich dir keine Rüstungen anbieten. Alle Jäger, die für mich gearbeitet haben, sind tot. Sie gerieten in einen Hinterhalt der Nomaden. Vielleicht versuchst du es in der nächsten Stadt. Okay, was ist die nächste Stadt? Im Osten liegt Benerai. Das Minendorf ist fest in Sanchos Hand. Dort gibt es immer was zu tun. Und wenn du ausdauernd genug bist, kannst du auch versuchen, dich nach Morasul durchzuschlagen. Die große Sklavenburg liegt von hier aus im Süden. Aber der Weg ist nicht ungefährlich. Okay, ich bin hier, um deinen Tribut einzufordern. Tja, da bist du wohl umsonst gekommen. Ich habe nicht ein einziges Goldstück. Das ist schlecht für dich. Warte. Lass mich dir einen Vorschlag anbieten. Lass hören. Ich kann dir eine Rüstung herstellen, wenn du mir dunkles Leder bringst. Und im Gegenzug soll ich den Tribut für dich zahlen. Es ist ja nicht viel, dass ich Zuben schuldig bin. Nur 500 Goldmünzen. Das ist ein Deal. Eine Rüstung von mir ist viel mehr wert. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ein Deal. Was ist, wenn ich nicht darauf eingehe? Nee, gut, okay. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Gut, ich gehe darauf ein. Ich danke dir, Sohn der Klugheit. Du machst damit ein gutes Geschäft. Hier ist das Leder. Ich habe noch eine Rüstung im Lager gefunden. Die kannst du haben. Möge sie dich allzeit gut beschützen. Assassinenrüstung erhalten. Leichte. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie ist sie denn drauf? Ja, guck mal. Wir tragen aktuell eine leichte Rebellenrüstung. Schutz vor Geschossen ist mehr. Der Rest bleibt gleich. Und dafür haben wir noch ein bisschen Resistenz gegen Hitze. Ups. Ja, wunderbar. Jetzt sehen wir schon mal ein bisschen assassinenmäßig aus. War noch nicht super toll, aber es nimmt langsam Gestalt an. So, Jose. Ich bin hier, um dein Tribut zu holen. So etwas darf natürlich bezahle ich. Richte nach Falemba die Grüße aus. Machen wir. Danke für die Kohle. Was weißt du über Ayla? Ayla! Sie war die Blume von Braga. Was ist passiert? Es war ein Überfall. Azaru und seine Sippe haben sie einfach geraubt. Kein Wunder, dass sie nicht mehr in der Gegend sind. Er sitzt jetzt bestimmt in seinem Lager und sieht dir beim Tanzen zu. Dieser Sohn eines Schurken. Okay, gut. Hier drin ist keiner. Hier drin ist auch keiner. Erstmal in die Häuser reingucken. So, wie sieht's bei dir aus, Bernardo? Ich komme, um deinen Tribut abzuholen. So. Das hat Tufail vor einiger Zeit auch gesagt. Und ich vertraute ihm mein Gold an. Doch was hat er damit getan? Er hatte sich von einer Handvoll Nomaden abnehmen lassen. Heißt das etwa, du willst nicht zahlen? So ist es, Fremder. Ich habe bereits gezahlt und ich werde nicht eine weitere Münze hergeben. Okay, schätze, ich werde den Tribut aus dir herausprügeln. Du kannst es ja mal versuchen. Du bist keine Herausforderung für mich. Oh, doch. Alles nehmen. Oh, wir haben auch die Teleporter-Rune gefunden. So, Bernardo, dann wach mal wieder auf, ne? Das war ein relativ schneller und einfacher Kampf, aber haben wir gut gemacht. Komm jetzt, steh wieder auf. Gib mir dein Tribut. Du und ich, wir beide wissen es. Es führt kein Weg drum vorbei. Na komm, wie er sich da gemütlich hingelegt hat. Auf seine Säcke da.
nichts zu holen. Komm schon. Den nächsten Kampf gewinne ich. Meinst du? So, wie sieht's aus? Willst du jetzt bezahlen? Wie sieht's aus? Willst du jetzt bezahlen? Du lässt mir keine Wahl, Vater des harten Schlages. Sehr schön. Vater des harten Schlages, auch mal nett. Wir speichern mal wieder zwischen. Machen uns dann auf zu dem Wassertypen. Und ich weiß nicht, ich würde den anderen ungern umbringen. Er hat halt mal Pech gehabt. Man hat im Leben halt mal Pech. Dafür finde ich aber nicht verdient, er jetzt zu sterben. So. Ein bisschen hart. Gut, er hat einiges an Kohle verloren, weil er ein Dödel war, aber. Abbas. Ich komme, um deinen Tribut zu holen. Ich würde ja bezahlen, Sohn der Nachsicht, aber ich fürchte, mit Gold ist es nicht getan. Ich versprach Zuben meinen Kelch, den Kelch der Wasserhändler. Aber den hast du natürlich nicht mehr. Ich gab ihn Tufail, als er den Tribut eingesammelt hat. Doch dieser Sohn eines Nichtsnutzes hat ihn sich abnehmen lassen. Ich bitte dich untertänigst, finde den Kelch und bringe ihn nach Falem. Okay, wo könnte der Kelch denn sein? Hier, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Was? Ich hab das Gefühl, der Dialog soll so nicht ablaufen. Okay, du Pfeil. Nafalem schickt mich. Ja, meine Taschen sind leer. Ich habe nicht eine einzige Münze. Aber warte, bevor du mich umbringst, will ich dir ein Geschäft vorschlagen. Lass hören. Kämpfe mit mir gegen Malir und seine Räuber. Wenn wir siegreich sind, wirst du mehr Gold haben, als mein Leben noch wert ist. Laufen da im Hintergrund gerade. Die Beute behalten, die wir machen. Oxlam. Und dann soll ich dich laufen lassen. Und bei Nafalem meinem Tribut zahlen. Das ist mein Angebot. Okay, gut. Kämpfen wir gegen die Räuber. Du kannst nicht zahlen. Ach nee, komm, machen wir. Gut, kämpfen wir gegen die Räuber. Das wirst du nicht bereuen, Sohn des Mutes. Ich kenne das Versteck von Malir und seinen Räubern. Sie haben hier eine Höhle. Wir können losgehen, sobald du bereit bist. Alles klar, lass uns die Nomaden angreifen. Dann auf für den Kampf. Auf geht's. Ich speichere erstmal zwischen, weil ihr wisst ja, wie das läuft. Diego, bist du dabei oder was? Finde ich vernünftig. Mal sehen, wo ihr Lager ist. Da hinten liegt eine Waffe rum, einfach so. Die nehmen wir natürlich mal mit, ne? Wenn man das hat, das muss ja nicht einfach so da rumliegen. Da tut ja nicht genug, ne? Ich war offensichtlich schon ziemlich nah dran an dem Lager. Okay, doch nicht. Wir machen noch. Ah, ne, vielleicht doch. Der NPC kann sich ja nicht entscheiden, wo er hinlatscht, aber. Bin da guter Dinge. So, wahrscheinlich da? Ist das eine Höhle oder einfach nur ein dicker Stein? Ist nur ein dicker Stein? Ne, ist eine Höhle. Ich wollte doch gerade sagen, das ist doch nicht nur ein dicker Stein. Da geht doch was. Moin zusammen! Räuber! Oh, scheiße! Einmal in die falsche Richtung gehauen und gleich im Arsch. Ich versuche mal den direkten Ansatz. Das kann gut gehen, das kann schief gehen. Sieht aber ganz gut aus. Dieser Sieg ist für Rache. Bist du zufrieden? Oh, erstmal Waffenbündel einsammeln. Waffenbündel. Okay, da ist einiges an Beute bei rumgekommen, habe ich das Gefühl. Da draußen wird offensichtlich noch gekämpft. Oh, Diego, ne? Den einen Mogli, da kriegst du nicht kaputt, oder was? Bin gar nicht mal so schlecht. Nö. Lief bei dir. Jetzt habe ich nur keine Erfahrungspunkte gekriegt. Weil ich den nicht einmal angedatscht hab, den Typ. Ah gut, okay. Hatte ich es ja nun mal so, ne? Aber es ist nett, dass Diego die Leute nicht ausraubt, sondern dass alles mir zustehen lässt oder mir überlässt. Das war doch jetzt gar nicht so schlimm. Haben wir doch eigentlich ganz gut hingekriegt. Den ganzen Morgentau mal eben. Ich glaube, Pilze kann ich langsam auch mal ein bisschen was. Wobei, wahrscheinlich ist es sinnvoll, die aufzuheben und dann irgendwann supergeile Tränke draus zu brauen. Ja, Hahn. Wir wissen doch Bescheid. So, warte, jetzt muss ich eben die Truhe öffnen. Doinks. Da ist der Kelch, der Wasserhändler. Läuft doch. Juti, wir machen ja jetzt eben fix hier kurz einen Break. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.